Hallo zusammen, ich habe hier einen 30 Ampere Ladebooster von WCS und den habe ich verbaut in einem Wohnmobil. Und zwar habe ich, oder wir haben den verbaut, eine 100 Ampere Lithiumbatterie, einen Wechselrichter und diesen Ladebooster. Und das in einer Sitzbank drin. Und jetzt kommt der Kunde und reklamiert, dieser Ladebooster lädt nicht. Gut, habe ich gesagt, er soll daherkommen. Ja, kam. In die Sitzbank. Ja, jetzt hat man keine Batterie mehr gesehen, keinen Ladebooster mehr gesehen und den Wechselrichter habe ich auch nicht mehr gesehen. Die ganze Sitzbank war zugepackt mit Bettwäsche. Wir haben dann ausgeräumt. Und jetzt will ich euch was demonstrieren. Ich nehme diesen Wechselrichter und klebe hier ein Thermometer oben hin. Einfach so lose, dass ich weiß, wo der ist. Und pack den in diese Kartonschachtel rein, alles hier rein. Und mach die Kartonschachtel. Hier habe ich noch den simulierten D+. Und ich stecke. Oder ich muss ihn nicht stecken, ich schraube den hier rein. Der Ladebooster fängt an zu laden. Und ich packe den hier ein. Und lasse den einfach mal so vor mich hinlaufen in dieser Kiste drin. Ich habe hier das App. Von der Batterie. Ich habe hier eine Ladung. Das seht ihr von 25, 24, 25 Ampere. Ja, aber das ist ein 30 Ampere Ladebooster. Ich habe also hier verdrahtet. Ich komme von dieser Batterie auf den Ladebooster und dann durch diese zwei Kabel in diesen Ladebooster. Warum habe ich hier 6 Quadratkabel und hier 10 Quadratkabel? Weil, ich sage immer, klebt den Ladebooster auf die Batterie. Der muss immer in der Nähe von der Batterie sein. Ich habe hier 25 Ampere und hier in dieser Leitung man sieht es vielleicht nicht ideal, 30 Ampere, also das heißt, ich habe hier einen Strom von nichts. Ja, ich habe hier einen Strom von nichts. Ich habe hier 30 Ampere, ich habe einen Strom von nichts, weil ich auf AC eingestellt hatte. Hier zieht er 30 Ampere, aber hier in die Batterie rein gehen nur 25 Ampere, 24,7. Also Eingangsstrom ist 30 Ampere, Ausgangsstrom ist 25. Warum ist das so? Energie kann nicht erzeugt und nicht vernichtet werden. In der ersten energetischen Hauptsache. Wenn ich hier reinfahre mit der Energie von 30 Ampere mit der Spannung, die ich habe, von 12,5. Bei einer Bleibatterie ist es vielleicht noch tiefer. Ich habe vielleicht auch eine lange Leitung von der ersten Batterie zur zweiten Batterie. Und dann gehe ich hier mit 14,4, 14,5 Volt auf die andere Batterie. Durch das habe ich natürlich die gleiche Leistung. Zweitens, dieser Wechsel, dieser Ladebooster, der hat einen Wirkungsgrad, der heizt. Und wenn ich jetzt hier, das Thermometer habt ihr vorher gesehen, man sieht es vielleicht nicht, der hat jetzt hier 41 Grad in dieser Schachtel drin. Und wir haben jetzt hier gesehen, der Ladebooster lädt jetzt nur mit 0 Ampere.
Jetzt geht es einen Moment, dann kommt er wieder. Jetzt kommt, fährt er wieder hoch. 2, 15, 25 Ampere gehen wieder in die Batterie rein. Wenn ich jetzt natürlich diesen Ladebooster einpacke in die Bettwäsche oder sonst irgendwas oder in eine Kartonschachtel, dann wird es hier drin warm. Ich habe hier eine Temperatur von 43 Grad. Lufttemperatur. Oder er lädt. Nur wenn ich dann 3 Stunden fahre, sollte er ja 30 Ampere reinkriegen. Also 90 Amperestunden sollte ich die Batterie laden können. Heute mit dem App ist das überhaupt kein Problem mehr. Jeder kann das kontrollieren, es ist alles offen. Packe ich den aber zu, jetzt sehen wir wieder, er ist wieder runtergefallen auf 0 Ampere. Diese Ladebürste von WCS, der schützt sich, der muss sich schützen. Wenn ich hier den einpacke, wird der verheizen. Der wird einfach in Rauch und Flammen aufgehen, da habt ihr noch weniger Freude. Also dieser Ladebooster muss belüftet werden, er muss in einem Raum sein, wo ich aufheizen kann und nicht mit Bettdecken zuklatschen. Er bringt jetzt hier in der Kartonschachtel, er wird immer noch wärmer und lädt immer weniger. Er bringt nicht mal 30 Ampere in 3 Stunden. Er bringt also im Schnitt nur noch etwa 10 Amperestunden rein, wenn ich den hier einpacke. Das darf man machen. Aber ihr müsst nicht reklamieren, weil er keine Leistung mehr hat. Fällt immer zusammen. Der Ladebooster kann nichts dafür, wenn er die Temperatur nicht hinkriegt. Wenn ich den hier wieder auspacke, der ist richtig fett warm. Die Temperatursonde ist auch nicht hier dran. Zweitens ist auch Thema, so ein Ladebooster gibt Wärme ab. Den müsst ihr, wenn ihr dann Bettdecken reinmacht, auch wieder mal entstauben. Also wie ein Kühlschrank, den muss man regelmäßig mal den Wärmetauscher rausputzen und hier auch mal rausputzen mit dem Staubsauger, dass er nicht seine Wärme abführen kann. Der ist spürbar warm. Hier ist die Temperatur jetzt gesunken, 38 Grad. Er bläst, saugt hier an und bläst hier raus. Eben. Der Ladebooster, 30 Ampere ist 30 Ampere Eingangsstrom und das, wenn er gekühlt ist. Ihr müsst dem Luft geben, also nicht eine Sitzbank und Bettdecken reinkühlen. Mache ich hier ein Video über den gleichen Ladebooster. Hier hinten seht ihr einen Schrank, da habe ich ein Video gemacht über diesen neuen Kühlschrank. Und die Batterien, die 100 Ampere, die kriege ich nächste Woche wieder. Momentan kann ich nicht liefern, die hingen auch am Suezkanal und bla bla. Mache ich euch hier unten ein Video. Und das ist mein neuer Kühlschrank fürs Wohnmobil. Das verlinke ich euch hier oben. Ich wünsche euch einen schönen Tag.